fühle mich besser. Deine graue Mähne könnte eine Wäsche vertragen. Und vergiss. Geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer einen Partner mit. So ein Quatsch. Oh! Das glaubt mir meine Frau nie. Autsch! Wo ist Eustachius? Er holt immer die Leichen. Ja, tut er. Aber hier nimmt nicht so viel Arbeit, dass wir Schichten schieben. Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Noch ein Rennen? Nimmst du teil? Die Rennen. Erzähl mir mehr darüber. Sie waren der letzte Wunsch von Erasmus Wegelbuth. Er hat sein Vermögen beim Spielen gemacht und war stolz darauf bis zum Schluss. Und die Familie hat nichts gegen eine Rennstrecke direkt an ihrem Haus? Das Haus war Erasmus Vermögen. Die Familie hätte es gar nicht geerbt, wenn sie sich dieser Bedingung nicht unterworfen hätte. Gelten bei diesen Rennen irgendwelche besonderen Regeln? Nein, alles ist so schlicht wie Herr Erasmus selbst. Zwei Reiter starten zugleich und wer die Strecke als erster zurücklegt, hat gewonnen. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Gerald von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seamus Holt auf Athos. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, zwei, drei und los. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Dein Gesicht macht mir Angst. Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Nicht übel, aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich will noch einmal teilnehmen. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Der Burggraf reitet inkognito. Ich muss also um Diskretion bitten. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei, eins, zwei, drei und los.
Adligen mit der Peitsche zu drohen, weil sie sich weigern, sich vor einer Kapelle zu verneigen? Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Bravo! Glückwunsch! Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich will es noch einmal versuchen. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Luk Wegelboot, der junge Vetter des Herrn Albert, auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie, aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, zwei, drei und los! Hey! Du wirst dem Locken gerade nicht viel zu tun finden. So schnell, Plätze. Herhören, herhören. Komm jetzt. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Fantastisches Rennen. Glückwunsch. Welch ein Sieg. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Vorsicht! Geralt von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl.
Ort der Macht. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wiggleboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hätte. Und so wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Könntest richtig Geld machen. Palio? Nie gehört. Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders. Du trittst gegen Reiter an, die von Bettlern und Räuben geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Gut, ich mach mit. Fantastisch. Bin schon ganz aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen, denn ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh dich vorbereiten. Trink Kamille oder was immer zum Teufel ihr tut. Das Palio ist vor allem ein Rennen der Ehre. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Also, auf die Plätze! Und los, verdammte Scheiße! Du genießt den Respekt der Straße. Ach, dieser Gestank.
gekommen ist. Hatte einen guten Riecher, dich zu rekrutieren. Gratulation. Psst, Exa. Ich weiß, wer das Gleiche im Hexenjäger niedergebrannt hat. Geralt, küss mich! Nein? Dann knutsch ich deine Plätze. Das war famos. Und mein Geld? Nimm es, du Kesserbastard. Hast es verdient wie keiner vor dir. Tempelwache. Verschwinden wir. Wir müssen uns verpissen. Danke, Geralt. Ich werde dich abschlachten.